Hey, Hallöchen, ich grüße euch. Heute mache ich veganen Grießbrei. Das ist Schonkost und sehr einfach zu machen. Und zwar habe ich 500 Milliliter Pflanzenmilch in einen Topf gegeben und erwärme das. Und dann kommt hier von diesem Winkelgrieß dazu. Du kannst auch einen anderen Grieß nehmen. Ich bin jetzt gerade auf dem Dinkeltrip. Ja, du kannst Weizengrieß nehmen. Wenn du Maisgrieß nimmst, gibt das wie so eine Polenta. Ich habe das noch nicht in Süß probiert, kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Also, Dinkelgrieß dazu. Und zwar schätze ich das ab, so wie das bindet. Ich denke mal so eine halbe oder dreiviertel Tasse voll, ja. Und dann kommt noch ein bisschen Zucker und Zimt drüber und vielleicht eine Banane. Das ist sehr einfach. Hier erhitze ich die Milch, die rühre ich ab und zu. Und erst wenn sie kocht, den Grieß dazugeben. So, jetzt kocht die Milch und dann gebe ich einfach ein bisschen von dem Grießbrei dazu und rühren. Und weiter kochen, bis es andickt. Vielleicht noch ein bisschen. Rühren, rühren. So sieht das jetzt aus. Und dann gebe ich es mir hier in die Teller. Dann streue ich ein bisschen Zucker und Zimt drüber. Das habe ich mir schon gemischt. Fertig. Bisschen Banane dazu oder Apfelmus. Und ein bisschen abkühlen lassen, dann esse ich das gleich. Miam, miam. Das war's. Das ist extrem lecker. Schonkost geht lecker. Tschüss.